Neurodegenerative Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer betreffen mittlerweile 1,6 Millionen Menschen in Deutschland. Eine Frage, die sich hierbei stellt, ist, kann man eventuell mit Ernährung gegen das Erkranken selbst steuern? Mehr Infos dazu im nachfolgenden Webinar. Mein Name ist David Dubiel und ich bin bei Primetime Fitness zuständig für den Athletikbereich. Der Athletikbereich umfasst neben dem klassischen Training natürlich auch die Felder Regeneration und Ernährung, weswegen ich mich mit diesen Themen auch sehr gut auskenne und viel beschäftigen muss. Das heutige Thema ist die Mind-Diät. Die Mind-Diät ist eine spezielle Ernährungsform, um Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz vorzubeugen. Um mit dem Thema heute zu starten, habe ich euch ein Zitat von der Alzheimer-Forschungsinitiative mitgebracht. Wenn Sie auf eine gesunde Lebensweise achten, verringern Sie das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Eine gesunde Lebensweise, ein Thema, das einen wahrscheinlich über das ganze Leben hin begleitet. Natürlich macht man sich mal hier, mal da seine Gedanken zur gesunden Lebensweise, aber welche Elemente spielen da überhaupt mit rein? Ich denke, ganz klar zu sagen und allgemein zu fassen ist Ernährung, was ganz, ganz groß dabei steht. Als nächstes wäre ordentlich Bewegung oder eine ordentliche Portion an Bewegung und Reduktion von Stress. Das sind so drei Säulen, die man sich bei einer gesunden Lebensweise, glaube ich, immer wieder vor Augen führen kann. Ich denke, auch wenn man den Arzt besucht oder sowas, wird auch der einem immer wieder zu diesen drei Themen raten. Wie kann man Ernährung für einen gesunden Lebensstil einbauen? Das ist eine Frage, die sich eigentlich sehr einfach erklären lässt, indem man sich einfach mit dem Thema beschäftigt. Was heißt beschäftigen? Heißt, dass man in erster Linie einkaufen geht, dass man sich mit einzelnen Lebensmitteln beschäftigt und dass man auch mit der Funktion der Lebensmittel sich beschäftigt. Natürlich ist hierbei nicht zu erwarten, dass jeder von uns ein Ernährungschemiker beziehungsweise auf biochemischer Ebene sämtliche Nährstoffe und Co. und Funktionsweisen kennen soll, sondern es geht eher um das grobe Zusammenspiel, was lösen Fette aus, was lösen Kohlenhydrate aus, was mache ich eigentlich, wenn ich etwas frittiere, wie ist die Zubereitungsform des Lebensmittels, ist das geeignet, ist das weniger geeignet, was löst das denn in unserem Körper aus? Die Mind-Diät. Die Mind-Diät ist die Abkürzung für eine Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay. Heißt im Endeffekt, man wendet eine Ernährungsform an, um eben, wie vorher gesagt, präventiv gegen neurodegenerative Krankheiten vorzugehen. Wie der Name schon selbst sagt, mediterrane Intervention heißt nichts anderes, dass man sich an die mediterrane Küche hält, somit Elemente aus der mediterranen Küche in seine Ernährungsweise einbaut. Hintergrund ist hierbei, dass man ein gesundes Herz-Kreislauf-System erreicht. Der mediterranen Diät wird eben genau das nachgesagt. Und durch diese gesunde Ernährungsform oder die Herz-Kreislauf-stimulierende Ernährungsform eine bessere Durchblutungsförderung erreicht, was im Umkehrschluss dazu führen soll, dass eben auch Hirn besser mit Sauerstoff über die Blutzufuhr versorgt wird und man so präventiv gegen neurodegenerative Krankheiten vorgehen kann. Woraus besteht die Mind-Diät? Allgemein gesprochen kann man sagen, die Mind-Diät hat so gewisse Regeln, möchte sich aber primär auf Genuss fokussieren und weniger auf Verbote. Die Regeln, die zu befolgen sind, sind recht einfach gehalten. Zweimal am Tag sollten Vollkornprodukte auf dem Speiseplan stehen. Generell sollte in jeder Mahlzeit eine große Menge an Gemüse, vorwiegend grünes Blattgemüse, herrschen. Man hat natürlich die Auswahl an diversen Früchten, Beeren oder Nüssen. Fette spielen eine große Rolle. Hierbei ist aber darauf zu achten, dass es keine verarbeiteten bzw. Transfette sein sollen, sondern reichhaltige Omega-3-Fettsäuren wie in Olivenölen oder generell in Ölen vorzufinden. Olivenöl hierbei zu nennen, weil es ja eben eine mediterrane Diät ist und genau da das Olivenöl eine sehr große Bedeutung spielt. Wer Fleisch liebt, kommt auch nicht ganz zu kurz. Zweimal in der Woche, ganz wichtig, steht hierbei mageres Fleisch, was auch sehr, sehr wichtig ist. Die Unterscheidung zwischen magerem Fleisch und rotem Fleisch. Steht zweimal die Woche mageres Fleisch in Form von zum Beispiel Hühnchen oder Truthahn auf dem Speiseplan. Genauso steht mindestens einmal die Woche Fisch auf dem Plan. Der Hintergrund hierbei ist, dass man sich auch auf fettreiche, also zum Beispiel Lachs, Sardinen oder Forelle stürzen soll, da sie reichhaltig an Omega-3-Fettsäuren sind. Verzichten sollte man, wie eben gerade schon gesagt, auf jeden Fall auf rotes Fleisch. Man sollte allerdings auch auf so Themen verzichten wie frittierte Mahlzeiten, also sei es sowohl das Gemüse als auch Fleisch in frittierter Form. Die Zubereitungsart und Weise ist da entscheidend.
Man sollte auf Süßigkeiten verzichten, also industriellen Zucker und verarbeitete Lebensmittel oder stark verarbeitete Lebensmittel. Man sollte auf Butter, also auf fetthaltige, schwere Lebensmittel verzichten. Wie könnte der Alltag demnach bei einer Mind-Diät strukturiert werden? Klassisch gesprochen ist die Mind-Diät genauso wie jede andere Ernährungsform oder eigentlich wie ein normaler Alltag gesehen, unterteilt in drei Mahlzeiten. Man geht morgens, mittags und abends, bereitet man sich eine Form der Mahlzeit zu. Morgens tendiert man ja prinzipiell eher zu kälteren Speisen. Hierbei wäre der Mind-Diät zufolge eine kleine Auswahl an Nüssen, an Beeren, vielleicht einen mageren Joghurt als Mischung super. Mittags, je nach Geschmack, kann man sich etwas Warmes oder etwas Kaltes zubereiten. Dann greift man hier auf seine einmal bis zweimal die Woche Fisch oder Fleisch zurück, könnte man sich hier ein mageres Hühnchen zubereiten mit einer Auswahl an Vollkornprodukten. Man soll ja zweimal am Tag Vollkornprodukte nehmen. Gut wäre hierbei eine Auswahl zwischen Bulgur, Hirse, Quinoa oder Reis. Was nicht zu vergessen ist und bei jeder Mahlzeit eigentlich dabei sein sollte oder zumindest mindestens einmal am Tag reichhaltig ist, das grüne Blattgemüse. Zu nennen ist hier Spinat, Mangold oder auch normaler Feldsalat/Salat. Das könnte man als eine Speise zusammenfügen mittags. Abends, wer es deftiger mag, nimmt hier den fettigeren Fisch zum Beispiel. Die Zubereitungsform könnte im Ofen mit Öl angebraten, vielleicht ein bisschen Rosmarin, Knoblauch, je nachdem, wie man die Gewürzmischung mag. Natürlich ist hier die mediterrane Zubereitungsweise nicht verkehrt. Kombinieren kann man das Ganze ebenfalls mit einer Auswahl an vielleicht Hülsenfrüchten, vielleicht eines weiteren Auswahl an einem leckeren Salat oder eben einer Vollkornvariante in Form von Reis, Quinoa, Hirse, Bulgur etc. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Auch eine schöne Scheibe Vollkornbrot ist auch dabei mal erlaubt. Man sollte nur darauf achten, dass es eben im Rahmen bleibt, da wir bei Vollkornbrotprodukten wieder von verarbeiteten Lebensmitteln spricht. Und das sollte etwas sein, was man eher in Maßen genießt oder eventuell sogar weglassen kann und durch Naturprodukte wie Reis, Quinoa etc. ersetzen kann. Ganz zum Schluss ein kleiner Bonus, der bei der mediterranen Diät, denn denkt man an das Urlaubsland Italien oder Spanien, darf eine Sache abends, denke ich, nicht fehlen und das ist ein guter Wein, sowohl zum Fisch als auch zum Fleisch. Jetzt werden vielleicht die Rotweingenießer sagen, naja, beim roten Fleisch gehört auch ein roter Wein dazu. Bei Fisch oder weißem Fleisch eher der Weißwein, aber man kann auch vielleicht da mal eine Ausnahme machen oder eben an fleischfreien Tagen, wenn man sich an Hülsenfrüchte wie Bohnen oder Kichererbsen bedient, den Rotwein ergänzen. Ein Glas Rotwein und bei Glas Rotwein sprechen wir natürlich von 0,1 bis 0,2 pro Tag ist im Rahmen, da sich viele gesunde Nährstoffe, die sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken, eben in diesem alkoholreichen Traubensaft wiederzufinden sind. Aber genug von mir und meiner Ansicht über das Thema Mind-Diät. Vielleicht fragen wir einfach mal unseren Experten aus der Universität, Thomas Kani. Zu dem heutigen Thema, wie wirkt die Mind-Diät, hat ein Forscherteam in Amerika ältere Menschen untersucht. Das Durchschnittsalter lag bei 81, also über 81 Jahren. Und die wurden über längere Zeit untersucht. Und dann hat man einfach mal geschaut, inwieweit sich eine Ernährung auf die kognitive Fähigkeit im Gehirn darstellt oder eine Auswirkung hat. Und man hat festgestellt, dass die älteren Menschen, die also noch nicht an Demenz lagen, das ist mal ganz wichtig in der Studie, wenn die sich an diese Mind-Diät gehalten haben, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, dann hatten sie eine über 7 Jahre jüngere Gehirntätigkeit und kognitive Fähigkeit gegenüber der Personen, die nicht an der Studie teilgenommen haben. Ob das sich jetzt allein nur auf die Ernährung auswirkt oder was das sonst noch mit einer Rolle gespielt hat, das bleibt weiterhin offen und muss erforscht werden. Ja, vielen Dank, Thomas, für deinen Input. Immer wieder gut, auch die Expertenmeinung noch mit einzubauen. Was bleibt als Fazit stehen? Das Fazit ist, glaube ich, relativ klar zu ziehen. Die Mind-Diät ist eine hervorragende und vor allen Dingen sehr einfach umsetzbare Ernährungsstrategie im Alltag. Warum ist das Ganze so? Das ist auch da einfach zu beantworten. Wir sprechen hier nicht von irgendwie Kalorienzählen oder
von ganz bestimmten Ernährungsregeln, Verboten oder Lebensmittelauswahl, sondern wir sprechen hier von grundsätzlichen Regeln, die man prinzipiell immer befolgen sollte. Wir haben hier ganz klar den Fleischkonsum oder den eingeschränkten Fleischkonsum herauszukristallisieren. Wir haben ein Gebot am täglichen oder am wöchentlichen Fischverzehr. Wir haben einen ganz klaren Hinweis darauf, regelmäßig Gemüse, vor allen Dingen grünes Blattgemüse zu konsumieren und der Verzicht eben auf stark verarbeitete Lebensmittel. Alles zusammengefasst ist ein Oberbegriff für eine einfache Ernährungsweise im Alltag und dementsprechend spricht nichts dagegen, das Ganze umzusetzen. Im Gegenteil, ist sogar, glaube ich, als alltagstauglich anzusehen. Ich persönlich bin gewisserweise Fan in unter Betrachtung eben der positiven Eigenschaften und würde das auch jederzeit in meinen Alltag einbauen. Ja, und ganz klar natürlich zu sagen, die Ernährungsform, die da angegeben ist, die hat nachgewiesenerweise einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System und dementsprechend auch auf die Gehirnfunktion. Und daraus kann man schlussfolgern, dass eine Präventivwirkung gegen Alzheimer und Demenz vorliegen kann. Wichtig hierbei zu unterscheiden, wir sprechen immer von einem präventiven Mittel und keinem therapeutischen Mittel. Das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt vielleicht sogar schon dran erkrankt ist, es nicht hilfreich sein kann, sich an diese Ernährungsform zu halten. Denn wie vorher angesprochen, wir sprechen von degenerativen. Das heißt, über die Zeit wird das Ganze immer schlechter. Wenn wir da ein Mittel haben, was das Ganze verlangsamen kann oder dem entgegenwirken kann, ist das ein ganz einfaches Tool, eben diese Mind-Diät, um diesen Krankheiten entgegenzuwirken und somit den Verlauf, ernährungstechnisch zumindest, abbremsen zu können. Ja, von meiner Seite aus war es das dann auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, liked und abonniert. Ihr kennt das Prozedere. Ansonsten auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.